Rote Welt. Blaue Welt. Mit Barbara Bayer. Und Axel Schröder. Und heute unterhalten wir uns darüber, wie kann ich eigentlich sowohl die blaue Welt, die im Unternehmen ganz wichtig ist, mit die eher regelbasiert ist, und die rote Welt, wo es um mitdenkende Mitarbeiter geht, eigene Problemlösungsvorschläge, wie kriege ich so beides ins Unternehmen rein und kann das verankern. Das schauen wir uns jetzt im Video an. Erzähl mir, wie kriege ich die rote Welt ins Unternehmen? Naja, das Erste würde ich mal sagen, dass ich überhaupt erstmal verstehe, dass es diese beiden Welten gibt. Das ist ganz wichtig. Also, dass ich eben nicht nur die blaue Welt mit Regeln, mit Prozessen, mit Checklisten, mit kausalen Zusammenhängen, mit Planung, also die komplizierte Welt habe, sondern dass ich eine Welt habe, die ich als komplex bezeichne, dass ich das überhaupt erstmal verstehe. Ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt. Wer muss das verstehen? Das müssen alle verstehen. Alle, die Mitarbeiter, genauso wie der Chef. Gibt es da denn auf einmal dann Unsicherheiten, wenn ich sage, ich habe sonst immer eigentlich so eine ganz klassische Betriebsführung, ich bin der Unternehmer, ich bin jetzt der Handwerksmeister zum Beispiel, ich habe meinen Betrieb mit 10, 12 Leuten und deswegen bin ich ja der Meister, weil ich ja letztendlich diesen Betrieb vorstehe und führe. Das muss doch eigentlich ganz schwierig sein zu sagen, okay, dann muss ich auch ein Stück weit vielleicht davon abgeben und auch nach unten Verantwortung abgeben und so weiter. Wie kommt das an? Oder was muss man dazu tun, um dafür bereit zu sein? Naja, also für den Betriebsinhaber, die Betriebsinhaberin ist es sicherlich eine der größten oder schwierigsten Schritte, weil natürlich ist da immer so ein bisschen so Herrschaftswissen vielleicht vorhanden, Wissen, was es kann nur ich haben. Und damit mache ich mich natürlich auch immer wieder zum Flaschenhals. Damit bin ich immer wieder der Engpass in bestimmten Abläufen, regt mich darüber auf, dass ich wegen jeder Kleinigkeit gefragt werde. Also, und wenn ich begreife und wenn ich erstmal dieses Verständnis erlange, warte mal, da ist ja auch Potenzial bei meinen Mitarbeitern und die haben ja auch, sind in der Regel auch mit einem entsprechenden, mit entsprechendem Denken ausgestattet. Dann ist es ein ganz wesentlicher Schritt. Und man spricht ja da auch von der sogenannten Theorie X und Y, also vom Menschenbild. Ja, das ist eine ganz wichtige Einstellung, wenn ich natürlich von vornherein davon ausgehe, also meine Mitarbeiter, die wollen nur auf Anweisung, die können gar nicht selber denken und die sind ja sowieso alle blöd, ja, dann ist es eine schwierige Sache, tatsächlich dieses Verantwortungsbewusstsein und die Verantwortungsübernahme tatsächlich in meinen Betrieb auch einzubringen. So hart wie das klingt, wenn ich immer da erstmal, dieses Menschenbild habe, dann wird es mir schwerfallen. Richtig, aber das ist ja eigentlich das, was ich auch immer, ich bin ja der Prozessenthusiast hier, das weißt du ja, ich bin immer derjenige, der gerne klare Unternehmenswertströme hat, wo es auch Prozessziele gibt, wo man auch Durchlaufzeiten müssen, weil ich bin also quasi da derjenige, der aus der rationalen Ecke rauskommt. Mhm. Ja. Jetzt sage ich immer auch, du musst die Mitarbeiter ja mitnehmen, um den Prozess zu verbessern selber, aber letztendlich arbeite ich ja quasi durch die Lösungsvorschläge an der Verbesserung des Prozesses. Mhm. Die meisten Unternehmen, die ich kenne, wo ich erstmal hinkomme, haben ja weder Prozesse noch das Bewusstsein über rote oder blaue Welten, sondern die arbeiten halt. Mhm. So, die arbeiten und machen vielleicht auch gut ihren Gewinn, aber es ist immer wieder irgendwie unstrukturiert, teilweise wirklich chaotisch, weil auch das Grundfundament, also das 80% Tagesgeschäft, was immer wieder kommt, schon nicht geklärt ist. Ist es nicht leichter, zuerst Ruhe in den Betrieb zu bekommen, bevor ich dann wirklich an die Entwicklung gehe, über sowas wie rote Welt und so weiter richtig nachzudenken? Braucht ihr ein gewisses Grundruhe schon im Betrieb? Ja, natürlich. Das wäre schon sinnvoll, ja, wenn du einfach weißt, du hast bestimmte Routineprozesse und die sind auch jedem bekannt. Und es ist nicht wie, du beschreibst es schon sehr gut, wie häufig in den Betrieben, der eine macht so und der andere so und jeder macht es gerade nach gut dünken und im Grunde genommen könnte man da wirklich einem Standard folgen. Ja. Also das empfinde ich auch als ganz
ganz entscheidend, dass erstmal dadurch eine gewisse Ruhe und Stabilität reinkommt, indem man sagt, so, wir schauen jetzt mal, wie sieht denn eigentlich unsere Prozesslandkarte im Betrieb aus und welche Prozesse können wir gut dokumentieren und welche können wir dann auch vielleicht auch automatisieren, vielleicht auch digitalisieren, aber dass wir überhaupt erstmal so ein gemeinsames Verständnis von bestimmten Prozessen und Abläufen haben. Und aber parallel natürlich auch den Menschen, also den anderen Mitarbeitern, also ich als Chef, als Betriebsinhaber, Inhaberin, auch zulasse, dass da auch Gedanken, Ideen von den Mitarbeitern eben mitgenommen, mit abgefragt werden, weil die haben natürlich einen ganz anderen Erfahrungswert vielleicht draußen an den Baustellen, wie der Chef, der vielleicht schon länger nicht mehr direkt jeden Tag an der Baustelle ist oder wo auch immer, in der Werkstatt oder wo auch immer. Ist das dann das klassische Ideenmanagement, was man schon vor 30 Jahren hatte? Nee, das, also da geht es schon darüber hinaus. Also das würde ich nicht so sehen. Das ist ein, ich sag mal, dieses Ideenmanagement hat ja in vielen Betrieben eher zu Frustration am Ende gesorgt. Deswegen frage ich so. Ja? Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als eines der Werkzeuge sehen, sondern tatsächlich, dass es um eine ordentliche Prozessoptimierung geht, überhaupt Prozessdokumentation auch mal und dann darüber hinaus eben um dieses Lernen, wie führe ich? Wie führe ich situativ? Wie führe ich meine Mitarbeiter? Oder beziehungsweise, was ist im Grunde genommen Führung, ohne jetzt die formale Macht in einem Unternehmen zu haben? Ne? Also wie organisiert sich ein Team auch selbst? Ja, da war ja sonst immer der Vorarbeiter da zum Beispiel oder der Betriebsälteste oder wie auch immer, dem sie alle orientiert haben letztendlich. Ne? Aber das muss ja nicht immer so sein. Das muss nicht immer so sein. Das ist ja so dieses typische hierarchische Denken. Ich meine, das ist ja auch ein sehr ausdrucksstarker Begriff schon, Vorarbeiter, ja, der muss was vorarbeiten, als wenn die, und da regen wir uns darüber auf, dass dann immer gesagt wird, die denken ja nicht mit, ja, wieso, der ist ja ein Vorarbeiter, ja, also ein Vortänzer oder ein Vor, was auch immer, also das ist schon, also da muss sich unser Sprachgebrauch einfach auch mal bewusst werden, was das eigentlich bedeutet. Findest du den Polier oder den Kapo am Bau besser? Naja, auch nicht notwendigerweise, ne? Sondern da ist ja, da geht's ja wirklich dann so in diese Fragestellung rein. Natürlich brauche ich gewisse Hierarchien, ich brauche auch eine gewisse Regel, aber in der roten Welt ist es ja sehr viel mehr mit Prinzipien auch zu tun. Und wenn ich als Team, als selbstorganisiertes Team merke, dass wegen mir mein Auszubildender zu dem Problem eine wesentlich bessere Lösung hat, ja, dann werde ich doch einen Teufel tun und sagen, also pass mal auf, Auszubildender, du bist Auszubildender, ich bin der Vorarbeiter, ich weiß viel besser, wie das geht. Naja, im Zweifelsfall kann eben der Auszubildende mit dem Tablet besser umgehen, weil das einfach halt sein Kindesbein macht. Richtig, richtig. Genau. Aber dann sind doch eigentlich, muss man sich überlegen, was ich im Betrieb als erstes wirklich ordne und da Ruhe reinkriege. Ich denke jetzt mal so Buchhaltungsprozesse zum Beispiel, Wareneingang, Bestellwesen. Das sind so die ganz klassischen repetitiven Themen, die ich also wirklich gut organisieren kann, durch Prozessmanagement auch wirklich teilweise hochautomatisieren kann, um dann auch wirklich den Kopf frei zu haben für das, was dann eigentlich wirklich Entscheidungsbedarf hat oder Lösungsbedarf hat. Unterschreibe ich dir so und dann eben mit dem mit der Vorsicht oder mit der Anmerkung, dann ist aber nicht in allen Bereichen zu übertreiben und zu denken, ich kann alles steuern. Mhm. Also ja, definitiv, das ist wichtig, dass wir genau in diesen Prozessen, was totalen Routinen entspricht, ja, eine Ordnung drin haben. Aber dann nicht irgendwie zu denken, ich muss alles in eine Prozessdokumentation bringen. Ich muss alles irgendwo niederschreiben. Also es muss einfach ein gutes Miteinander und gut zu prüfen, wo ist der Prozess jetzt notwendig und wo oder die Regel notwendig und wo ist vielleicht das Prinzip notwendig. Ja, das habe ich immer gesagt, sich zu Tode modellieren. Ne? Ja, ich kann also bei der Prozessdokumentation auf Sohle 17 auch noch aufschreiben, wie ich einen Stift richtig halte, ist natürlich Quatsch. Also da ist zwar
das Modell erstellt, zwar schön beschäftigt, aber der unternehmerische Mehrwert ist gleich null. Richtig, also so da immer es. Vorsichtig genau. Und drauf achten. Aber das ist ja mit ein Grund, warum wir hier sitzen, weil ich finde, das machst du eben besonders gut. Wie kann ich es die Mitarbeiter entwickeln in die rote Welt, dass das erkannt wird und was dann auch dann die richtigen Verhaltensweisen sind? Kann ich mich auch falsch verhalten? Kann ich auch dann sagen, ich schieße über meinen Einflussbereich hinaus und nehme auf einmal dann Dinge wahr oder entscheide auf irgendwas, was mir überhaupt nicht zusteht? Mhm. Brauche ich überhaupt noch einen Chef? Definitiv, wir brauchen einen Chef. Also das ist so ein bisschen was so neumodisch ja in den letzten paar Jahren immer diskutiert wurde, schafft den Chef ab. Das ist Blödsinn. Also wir brauchen eine formale Macht, wir brauchen auf jeden Fall einen Chef und der muss nicht abgeschafft werden. Noch eine Frage, also wie schaffe ich es eigentlich, dass die Mitarbeiter die rote Welt und blaue Welt wirklich gut anwenden können? Also dass sie vielleicht zuerst schauen können, hält die blaue Welt für mich eine Lösung bereit? Und wenn es jetzt nicht der Fall ist, wie kann ich angemessen in der roten Welt agieren oder reagieren? Wie kann ich die da hinbringen? Und auch nicht nur rote Welt, sondern erst auch mal gucken, gibt es vielleicht schon eine Routine? Ja, gibt es schon eine Routine. Natürlich das einmal zu überprüfen, was ist schon vorhanden an Wissen oder ist es etwas, wo wir immer wieder im Grunde genommen an dasselbe Problem stoßen und dann dieses Wissen auch entsprechend zu konservieren. Ne? Mhm. Das heißt dann tatsächlich vielleicht den Prozess neu aufzusetzen oder eben anzupassen. Und in der roten Welt tatsächlich mehr so dieses in so Prinzipien zu gehen und mehr auch die Überlegungen von Experimentiermodus. Mhm. Ne? Also was lasse ich zu, weil es gibt ja kein Wissen darüber. Ich kann es ja nicht abrufen, sondern es ist ein Gefühl, wie ich jetzt mit der Situation umgehe. Aber meinen Mitarbeitern auch zuzutrauen, dass sie dieses Gefühl entwickeln dürfen, ja, dass sie da auch ihre Erfahrungen machen dürfen, um einfach auch zu merken, okay, was bedeutet das, wenn ich jetzt tatsächlich die Entscheidung so oder so fälle? Mhm. Ja, und in der Regel ist es ja so, wir sind draußen wegen mir wieder an der Baustelle und dann überlege ich ja erstmal, kann ich hier jemanden fragen? Ist da irgendwie jemand, der das vielleicht wissen könnte, wie ich jetzt das Problem löse? Oder ich habe da vielleicht schon irgendwo mal, ach guck mal, das war doch das letzte Mal so und so, da haben wir das doch so und so gelöst. Dann rufe ich das irgendwo als Erfahrungsschatz wieder ab. Also das zuzulassen, dass das auch ja sein darf, ne? Also vom Experimentieren her, vom Fördern her, dass es in Ordnung ist, dass das in der Gruppe, im Team auch entstehen darf. Ja genau, das ist auch damit die Frage, weiß ich es nicht subjektiv oder wissen es wir nicht als Organisation? Genau. Also wo ist das Wissen? Ist das in der Organisation, weil es eben, wie gesagt, schon bekanntes Wissen ist? Oder ist es jetzt eine Erfahrung, die wir gerade als Organisation neu machen und jetzt müssen wir in der Situation eine neue Lösung finden? Und wie kann ich das jetzt fördern, dass der Mitarbeiter da auch, wie gesagt, angemessen reagiert und dann auch irgendwann vielleicht auch erkennt, wo ist dann die Grenze dessen, dass er vielleicht jetzt irgendeine Lösung einfach in der unsicheren Welt wahrnimmt? Also die Frage, wann ist es eine Chefaufgabe und wann ist es beim Mitarbeiter? Ich denke, dass es auf jeden Fall kein Hebel ist, den man eben umlegt und dann ist es anders, sondern das ist etwas, was über ein Miteinanderlernen entsteht, indem ich sozusagen den Menschen erstmal dieses Gefühl gebe, sie dürfen jetzt da eine Lösung finden. Das heißt, in dem Augenblick, in dem der Mitarbeiter auf mich zukommt und mal wieder fragt, dass ich nicht diesen Problemlösungsreflex habe und sofort die Antwort gebe, sondern vielleicht zurückspiele und sage, du, ich bin sicher, du weißt die auch, die Lösung. Und wenn du sie nicht weißt, vielleicht weiß es jemand von deinen Kollegen. Ja? Und wenn nicht, dann probiert das doch aus, wissend. Und da ist immer wieder diese, ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist, hindert es unsere Wertschöpfung oder
stört es oder beschädigt es unsere Wertschöpfung. Mhm. Ne? Also kostet uns womöglich am Ende so viel Geld, dann wäre es blödsinnig, den Weg zu gehen. Mhm. Ne? Sondern wie kann ich im Grunde genommen so schnell wie möglich die Wertschöpfung wieder in Gang bringen, mhm. weil das Problem uns jetzt im Moment irgendwie nicht weiterbringt. Und je länger ich hier 5 Leute warten lasse, weil ich erstmal rumtelefoniere, wo der Chef ist, dann sollte ich mir bewusst sein, okay, ist nicht wirklich förderlich für die Wertschöpfung. Ja, das ist richtig. Manchmal gibt es ja auch Grenzen, wo man wirklich massiv einschreiten muss, weil einfach halt Gefahr droht fürs Unternehmen, für Leib und Leben, ja. für sonst irgendwas, ja. nur weil irgendeiner eine doofe Idee hatte, ja. Gibt es ja auch. Ja, klar, klar. Und da ist aber interessanterweise so, und da kann man sich ja mal selber auch beobachten, wenn es wirklich richtig brenzlig wird, dann ist es in der Regel nicht so, dass wir jetzt noch, oh, ich rufe erst mal schnell den Chef an, ja, sondern und frage den, ob der jetzt weiß, was ich in der brenzligen, sondern dann ist es sofort, habe ich entweder etwas aus dem Gefühl heraus, was richtig ist, oder ich sehe, wer kann mir um mich herum eben ganz schnell helfen auch. Ne? Aber jetzt mal von der Gefahr abgesehen, ist es tatsächlich so, diese Erlaubnis in die Gruppe, in die Mitarbeiter, in das Team hineinzugeben, dass sie eben da in diesen Austausch gehen dürfen. Die Industrie macht das ja schon so großen Teilen. Also die Automobilindustrie zum Beispiel sagt ja ganz ordentlich, dass jeder Mitarbeiter einen bestimmten Teil seiner Arbeitszeit wirklich für Ausprobieren, Experimentieren und Ähnliches verwenden darf. Mhm. Machen auch bekannte Technologieunternehmen zum Beispiel, die sie sagen, bis zu 20% der Arbeitszeit macht dein Hobbyprojekt quasi, um Dinge auszuprobieren. Warum tun sich eigentlich kleine Betriebe oder Handwerksbetriebe so schwer damit, auch einen gewissen Anteil das zu fördern, quasi so ein Labor einzurichten oder sowas? Ja, das warum die sich so schwer damit tun, ich weiß es nicht. Das kann ich dir offen gesagt nicht beantworten. Es wäre aber in der Tat sehr, sehr interessant, das in diese Betriebe mal häufiger hineinzutragen. Denn was ich schon gemerkt habe, wenn die Betriebe bereit sind, zum Beispiel für ihre Auszubildenden, und das haben sie ja häufig, so einen separaten Raum oder ein separates Modell oder Gestell oder Ähnliches mhm. aufzubauen, und die lassen die Auszubildenden darin arbeiten, dass sich dadurch die Auszubildenden ja entwickeln. Also da tun sie es ja auf eine gewisse Art und Weise, tun sie es ja da mhm. schon. Aber das müsste im Grunde genommen im, ich sag mal, fast im größeren Stil auch für die anderen gelten. Ja? Wie kriege ich da auch so eine gewisse Trägheit raus? Ich sage jetzt mal ein ganz überspitztes Bild. Ja, ich habe jetzt da eine Gruppe von jungen Leuten, die nur an der Kiste hängen. Mhm. Wie kriege ich die dazu, dass die mit offenen Augen durch die Welt gehen, mit offenen Augen durch den Betrieb gehen und auch mal was ausprobieren, was vielleicht nicht nur am Handy ist, sondern tatsächlich diese Aktivierung und diese Freude, was Neues zu machen. Mhm. Naja, grundsätzlich denke ich, dass es etwas zu tun hat mit unserem ganzen Generationsmix, in dem wir nun mal in der Arbeitswelt auch leben. Wir haben letztendlich 4 verschiedene Generationen und wir haben damit auch einfach unterschiedliche Einstellungen zur Arbeit. Warum ich überhaupt arbeite und mit welcher Leidenschaft ich an etwas herangehe oder eben auch nicht. Das ist sicherlich ein gesellschaftliches Thema auch, ganz allgemein, dass wir in den letzten Jahrzehnten viel zu stark nur gefördert haben, dass alle Abitur und studieren und so weiter. Also die Problematiken kennen wir ja. Und wie schaffen wir es aber, ist vor allen Dingen, glaube ich, dass wir als Inhaber und Inhaberin diese Lust aufs Handwerk auch wieder mhm. Weiter vermitteln müssen und diesen Spaß auch. Und da muss sich jeder selber mal fragen, auch hinterfragen, tue ich das? Vermittle ich wirklich diese Lust und diese Freude und diesen Spaß, den ich an meinem Handwerk eigentlich habe und sehe, vermittle ich den auch der jüngeren Generation? Mhm. Oder jetzt nicht nur der Inhaber, vielleicht auch die nächste Führungsriege, die Vorarbeiter, ja, die Poliere, die Bauleiter, wie auch immer. Vermitteln Sie das wirklich? Mhm. Ja, diese Lust, diese Freude von dem, was Sie da erschaffen haben mhm. und was Sie mit Ihren Händen ja tatsächlich
errichtet haben. Und da hapert es häufig schon dran, denn wir gucken in erster Linie mal nur darauf, was alles irgendwie schlecht läuft oder was nicht gut läuft und meckern permanent nur an den Leuten rum. Ja, und ich denke mir, da muss jeder mal sich an die eigene Nase packen auch. Ja, ja, da braucht man also diese schönen Referenzobjekte, die man also auf allen Homepages sieht zur Werbung nach außen. Die sollte man vielleicht auch mal verwenden, als um drauf stolz zu sein nach innen vielleicht. Ja, ne? Ja. Dass also, man eben sowas auch mehr nutzen kann. Sagen, hey, wir haben da ein super Dach gedeckt. Das war ganz schwierige, komplizierte Arbeit mit Schiefer und so weiter. Und dass man auch sowas mehr feiert, dass man die Erfolge mehr feiert. Ja, ja, ganz wichtige Dynamik in Unternehmen, ja, diese Erfolge zu feiern. Und ich rede jetzt nicht davon, jedes Mal irgendwie hier Flaschen auf und gib ihm, sondern wirklich sich dessen bewusst zu machen, was geleistet wurde. Na, es wird ja doch in der Regel immer, ist es so Orientierung dahin, was alles noch fehlt und was nicht geschafft wurde, anstatt auch zu gucken, was haben wir denn irgendwo auch geleistet. Oder die reine Übersetzung in Euros. Ja, ja, ja. Auch. Ich habe was geschafft, wenn ich quasi nur x Euro am Ende des Monats als Gehalt oder Lohn bekommen. Ja, ne? Ja. Sondern das auch wirklich zu wertschätzen, also diese Dynamik des Erfolges, was haben wir da geleistet, wie du sagst, Referenzprojekte sich mal zu nehmen, die auch mal gemeinsam mit den Leuten anzugucken. Auch wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterin einstelle, mit denen mal so Referenzprojekte durchzugehen und zu sagen, das haben wir da gemacht, das war ein toller Erfolg. Oder auch mal die Mitarbeiter erzählen lassen, das habe ich mal gemacht in einer Gruppe, die haben dann mal von ihren Pleiten erzählt, von ihren größten Pleiten und von ihren größten Erfolgen. Und das war so witzig, weil auch aus den Pleiten haben die natürlich gelernt. Ne? Mhm. Aber das ist ja die Heldengeschichte, die daraus erwachsen halt. Ne? Ja, genau. Das, was man sich halt immer dann erzählt, eben, wisst ihr noch, wie wir. Und aber das braucht es ja, das soziale Kind auch letztendlich. Ja. Ne? Und das ist übrigens auch rote Welt, wenn sie dann in diesen Pleiten gesteckt haben, ne, und sagten, oh meine Güte, wir haben gedacht, das geht hier irgendwie nicht mehr weiter. Und dann haben wir uns zusammengerauft und gesagt, okay, was muss jetzt als nächstes getan werden? Und wir haben es geschafft. Ja, das ist doch fantastisch. Das war es für mich. Super spannendes Gespräch. Danke, dass du dein Gast war und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.